Hallo Leute, ich grüße euch heute am Freitag, dem 13. Mai 2022 um 10.13 Uhr. Und als ich vor einer Stunde oder was mit meiner Frau telefoniert habe, da habe ich noch zu ihr gesagt, ich habe schon drei verschiedene Titel für dieses Video, so von wegen Freitag der 13. und es läuft wie geschmiert, beziehungsweise alles super, so in dem Sinne, na? Aber ich bin gerade ausgestiegen, habe hier meinen Müll weggebracht, komm zurück zum LKW, geh rein, guck aufs Navi, plötzlich, ja, eben waren es noch 23 Minuten Verzug, jetzt ist es 21 Minuten. Wirklich, jetzt hier, wo ich angehalten habe, also ich habe angehalten, da war nichts. Und jetzt, ich will wieder losfahren, mach's Navi an, bevor ich den Motor anschmeiße, ey, 21 Minuten Verzug. Nichts zu sehen, so von wegen Unfall, irgendwas mit Baustelle, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur krass. Ne? Ich meine, trotz alledem, Ankunft 11.57 Uhr, also eigentlich, boah, ja, gut bis sehr gut. Trotz allem, ich wollte eigentlich 11.35 Uhr ankommen oder was, nein. Ja, und jetzt unverhofft kommt oft. Vor allen Dingen hier an dieser Stelle habe ich überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Weil ich hätte ja ein Stück weit davor, hätte ich ja noch die Möglichkeit gehabt, über die 3 und die 66 zu fahren, also über Fulda. Es ist total bescheuert. Dabei lief es wirklich bis jetzt wie geschmiert. Also erstmal heute Morgen früh angekommen in Gaggenau, paar Minuten, also was weiß ich, so 6:22. Ich war der Dritte da, innerhalb von wenigen Minuten fertig gewesen, rübergefahren. Ich hatte Glück, heute Nacht waren nur 11 Tonnen drauf, also dadurch haben wir jetzt 23 Liter Durchschnittsverbrauch, was super ist. Jetzt auf dem Rückweg haben wir allerdings 23 Tonnen drauf. Und natürlich unser allseits beliebtes Überholverbot ist klar, aber das haben wir schon eine ganze Weile. Da musste ich doch wieder daran denken, dass man mir erklärt hat, wie das gesteuert wird. Aber ich muss das eben schon wieder bezweifeln. Es war nämlich durch Frankfurt durch, das Stück vorher, alles total leer. Und trotzdem war Überholverbot. Also da fragt man sich, was, also das Ding soll ja nach Verkehrsfluss, also es soll ja eine automatische Steuerung sein mit diesem Überholverbot, die sich danach richtet, also der Verkehrsfluss wird registriert, die Witterung und so weiter und so fort. Hier, okay, da lasse ich das dann noch gelten, ist jetzt ein bisschen mehr, obwohl ich sage euch, gestern am Donnerstag war mehr los. Gestern am Donnerstag, da lief es auch nicht gut. Man kann so sagen, eigentlich von Anfang an nicht. Baustelle Karlsruhe, die ihr ja am Montag mitbekommen habt. Habt ihr die am Montag mitbekommen oder sind wir da? Ja, ich glaube. Auf jeden Fall, da habe ich gestern drin gehangen. Da waren es erst 20 Minuten. Dann bin ich ja nochmal in Gaggenau zur Toilette. Als ich zurückkomme, waren es 8 Minuten 50. Denke ich auch, dafür musste der keinen Kopf machen. Ja, und dann habe ich mich mal super korrekt verhalten, also sprich, bin von vornherein rechts geblieben, alle möglichen zogen an mir vorbei auf der Mittelspur, denn das Überholverbot ist erst ein ganzes Stück weiter vorne. Ja, und 7 Minuten kann ich einsparen, was sagt der denn, wo ich da herfahren soll? Das wird ja interessant. Das ist eine Sache. Warte mal. Kassel in Mücke raus.
Ja, da fahren wir mal ein bisschen anders irgendwie. Okay, machen wir. Ich stelle da, weil das will ich mir und euch nicht zumuten, sich da 23 Minuten in Stau zu stellen. Aber ich glaube, da holen wir mal in 30 Kilometer. Ja, ist noch ein bisschen in. Da können wir noch ein bisschen erstmal Else weglassen, sonst quatscht die mir immer dazwischen. Und wenn wir dann abfahren, dann holen wir sie mit ins Boot. Ja, dann habe ich heute Morgen gesehen, ich habe ja erzählt, dadurch, dass mit dem neuen Smartphone, da schaue ich ja jetzt schon mal, was so sich getan hat, quasi ab 18 Uhr, wenn ich dann ins Bett gehe. Ja, ich kann nur sagen, da ist wieder ein kleiner Schwung neuer Abonnenten dazugekommen. Herzlich willkommen an Bord. Völlig überraschend, als ich so kurz nach 6 ins Bett gegangen bin, da war es, glaube ich, 18,75. Jetzt steht da schon 18,90, was aber nichts heißen muss. Wenn man in so einem, in Anführungsstrichen, Aufwärtstrend ist, dann macht YouTube das auch schon mal, dass die bei 18,87 dann 18,90 schreiben, weil die schreiben ja, ich glaube, ab 1000 Abonnenten dann immer nur noch zehnerweise halt. Immer wenn wieder die nächsten 10 voll sind, springt es etwas höher. Ja, ansonsten, ja, wie soll ich sagen, 17 Grad, also nicht so warm, aber doch eigentlich ganz nett. Die Aussichten fürs Wochenende auch gut, soll ja wieder ein bisschen wärmer werden. Wir haben auch ins Auge gefasst, morgen mal zu grillen. Das heißt, eigentlich hatte die Tochter gesagt, bei ihr grillen, weil der Kleine gerne irgendwie grillen möchte, also Enkel Theo. Da habe ich dann so gesagt, ja wie, was hat der denn mit Grillen? Er ist 5 Jahre alt, was hat der jetzt vom... Ja, er möchte irgendwie gegrillte Maiskolben essen, naja. Wie gesagt, ursprünglich bei denen, aber ich habe jetzt mal ein bisschen drauf gedrängt, dass das umdisponiert wird. Ich fände es besser, wenn wir es bei uns machen würden. Ist schöner halt für die Hunde, dann können die auch, so wie sie Bock haben, rein und raus gehen. Außerdem bin ich mit meiner Bank noch nicht fertig, also Teile zugeschnitten und so. Ich will ja eine Sitzbank da zu Hause bauen aus Holz. Ich habe ja schon eine gebaut und jetzt soll eben noch eine zweite her. Und da habe ich so überlegt, da kann der Kleine mir ja sehr gut helfen. Da kann er wieder schön etwas lernen, so bohren und schrauben und solche Geschichten. Und das ist schon, ja, 11,56, naja gut. Wir schauen jetzt mal hier Mücke raus. Mücke, muss ich direkt überlegen. Wo es daher geht. Oh, fahren wir mal ein bisschen über Land. Ich denke mal, das ist eventuell eine Umleitungsstrecke, die ich mal mit noch nie, muss ich vorsichtig sein. Aber ich kann mich im Moment nicht erinnern, dass wir die schon mal so genommen haben. Na, wir werden es ja sehen. Wie und was da läuft. Da gibt es ja quasi zwei Überlandfahrten. Am Ende mache ich natürlich auch wieder ab Alsfeld Ost mit euch, fahre ich natürlich über Land rein. Denn wenn es hier schon stockt, dann wird es eventuell hinten am Kirchhammer Dreieck bzw. Hartenbacher Dreieck auch stocken. Ja, das ist mit Sicherheit eine gute Aktion, wenn der Kleine wieder dabei ist, wenn ich ein bisschen handwerklich arbeite. Denn ich hatte da gestern ein nettes Gespräch mit meinem polnischen Kollegen, der ja auch bei mir da im Dorf ein Haus hat seit einiger Zeit und so. Ich habe den ja jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Der hatte aber auch Urlaub, war eine Woche in Polen und so. Aber es war auch wieder interessant. Denn eine meiner ersten Fragen an ihn war, ob seine Mutter jetzt zu Hause in der kalten Bude sitzt, ne? Weil das heißt ja, in Polen wurde das Gas abgedreht. Also ich
verbürge mich jetzt nicht für Richtigkeit, weil ich weiß es halt nicht so genau. Er hat aber gesagt, überhaupt kein Thema, sie haben Gas aus zweierlei Gründen. Oder nein, sie haben Gas, weil vor 5 Jahren hätten sie in Polen schon ein Terminal gebaut, also einen Hafen dahingesetzt zum Löschen von Gas. Also das heißt, die können Gas per Schiff bekommen ohne Probleme. Und dann hat er noch was Interessantes gesagt. Er sagt, Polen hat nie direkt von Russland per Pipeline Gas bezogen, sondern er hat zu mir gemeint, die Pipeline mit dem Gas geht von Russland aus durch die Ukraine und dann irgendwie nach, also fragt mich jetzt bitte nicht, aber so hat er es mir erzählt. Boah, da ist ja ein Windfang da, ne, der Schwarze, ey. Wenn der eine Bö kriegt, da kippt er doch um, ey. Boah, der hängt ja jetzt schon ganz schräg. Na, auf jeden Fall sagte er, das Gas kommt von Russland durch die Ukraine, geht irgendwie nach Deutschland, von Deutschland dann wieder nach Polen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber man muss ja sowieso sehr vorsichtig sein mit den ganzen Informationen. Und Ja, und er hat dann, das war jetzt nichts, was mit dem Handwerk zu tun hat. Und zwar haben wir irgendwie so gesprochen, ja, ich glaube, ich habe ihm so ein bisschen erzählt, was ich da am Wochenende vorhab, so mit dem Engel und so. Und er ist ja auch jetzt seit Dezember oder was, ist er ja auch Großvater geworden. Und ja, er hat mir dann in Anführungsstrichen ein bisschen sein Leid geklagt mit dem Schwiegersohn. Er sagte, der ist ja lieb und nett, also so ist ja alles okay, sagt er, aber handwerklich wäre mit dem überhaupt nichts los. Ne? Ich sage, ja wie, wieso denn? Nun muss ich dazu sagen, hier der Kollege, der hat in Polen Schreiner gelernt, ja, und hat so gemeint, naja, er wäre so 6 Jahre alt gewesen, da hat der Vater die Familie verlassen, also er hat es nicht von seinem Vater, aber er hat einen Onkel, der irgendwie Schreiner ist und ihm sehr, sehr viel beigebracht hat. Also schon bevor er die Lehre angetreten hatte, kannte er schon einiges in Sachen Holzarbeiten. Er hat dann, wie gesagt, eine richtige Berufsausbildung gemacht. Wogegen der Schwiegersohn hier, naja, der hat so das gemacht, also er sprach von Hauptschule, ich kenne das polnische Schulsystem nicht. Er hat gesagt, er hat Hauptschule gemacht und ist dann danach direkt arbeiten gegangen. Und er arbeitet halt als Lagerarbeiter. Da lernt sie auch nicht gerade Hand. Boah, der Porsche gerade wieder rechts überholt, dann wieder links eingeschert. Da lernt man ja auch nicht gerade was. Und er hat das so erzählt, da haben sie 2 Schränke gekauft. Und dann hat er so zu seinem Schwiegersohn gesagt, sag mal, du baust einen zusammen und ich baue einen zusammen. Und dann hat er dem Schwiegersohn den Plan gegeben, war so ein Plan bei, also ich weiß nicht, ob es Ikea war, ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall hat er mir so gezeigt, der hat den Plan in der Hand genommen, der Schwiegersohn, und er wusste überhaupt nicht, warum er den halten sollte. Da war es natürlich schon, da war schon klar, dass das nichts werden kann. Und ja, er meinte eben, und das ist ja wirklich so eine Seuche, es will ja kaum noch einer Handwerk lernen. Alle wollen sie irgendwie im Büro von 8 bis 16 Uhr, ja. Ja, aber ey, so geht's nicht, so kommen wir nicht klar. Da hat er einen Installateur wegen seiner Heizung da gehabt. Erstmal, das hat mich echt auch schockiert, weil ich habe schon ewig nicht mehr so einen Mann im Haus gehabt. Ich muss allerdings auch sagen, unsere Heizung ist ja ziemlich neu. So eine Firma, so Installation, also GWS, ne, wisst ihr ja, über 70 Euro die Stunde kostet inzwischen so eine Firma. Und ein Geselle, der da arbeitet, verdient 25 Euro. Also da habe ich mich fast hingesetzt, weil gut, so 18, 19 Euro oder auch 20 Euro, da
hätte ich gesagt, jo, aber 25 Euro und trotzdem will das keiner machen, kann ich nicht kapieren. Also das, nee, tut mir leid, aber so ist es wirklich. Und ich weiß nicht, wie das laufen soll. Also noch haben wir nicht die Roboter, die den Menschen ersetzen und alle handwerklichen Arbeiten durchführen können. Da sind wir noch ganz schön von entfernt. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mal den weiteren Abstand wieder einstellen. Das ist so blöd, ne? Und dass das nicht drin bleibt einfach. Dass er immer wieder auf den Mittelwert zurückfällt. Weil ich stehe halt nun mal auf weitesten Abstand. Jetzt haben wir 98 Meter zum Vordermann. Ich glaube 85 sind es. 85. Es geht 5 mal 15, 50. Nee, 75 sogar nur. Genau, jeder Balken ist 15 Meter. Und wir haben hier drin 1, 2, 3. Jetzt muss ich selber zählen. 3, na, 1, 2, 3, 4, 5, ne? 5 sehe ich da. 5 mal 50 wären 75 Meter. 75 Meter, wenn man die weiteste Einstellung nimmt. Ja, und gut, er hat dann gesagt, es läge auch noch daran bei dem Schwiegersohn. Da hat der Vater die Familie verlassen, als der Junge 5 war. Und er hat eben jetzt nicht das Glück gehabt, dass es da einen Onkel gab, der einem mal was gezeigt hat. Ist ja in unserem Fall genauso, ja, ob du hier überholen darfst, habe ich aber auch meine Zweifel mit deinem Riesengespann, mein Freund hier. Ich glaube, für dich gilt das Überholverbot auch, aber okay. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ja, und der hat eben, wie gesagt, dann nicht das Glück gehabt, dass er jemanden hatte, der ihm was zeigt. Und ja, ach so, und bei uns ist ja genauso. Ja, wenn ich der Opa dem Kleinen da nicht so unter die Fittiche nehmen würde, was jetzt so Handwerkliches betrifft, dann würde der da auch nichts lernen. Ich meine, gut, jetzt muss ich sagen, die Tochter ein bisschen hat die schon drauf, war ja immer bei vielen Sachen dabei, wenn wir was gemacht haben zu Hause, und hat auch immer angepackt und so. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, es ist natürlich schwierig, wenn du jemanden dabei hast, der wenig oder nichts kann und du willst irgendwie eine Arbeit durchziehen, ja, dann ist das schon, ich meine, bei den Kleinen jetzt, da habe ich Spaß, da mache ich das richtig bewusst, aber auch nicht immer. Es gibt eben auch mal Phasen, wo ich sage, nee, da will ich den jetzt nicht unbedingt dabei haben, weil ich lieber was schnell durchziehen will. Damals die, ja, mit der Tochter, da war das so, es ist halt ein Problem, ne? Wenn ein Loch gebohrt werden muss, dann will man natürlich, dass gerade gebohrt wird, und da kann man natürlich keine Leute dann an einem Loch, was man wirklich hinterher braucht, üben lassen. Ich hatte ja das Glück, mein Vater, der war eigentlich, boah, ich weiß gar nicht, wo er das so her hatte. Ob er das so von zu Hause hatte? Ja, vielleicht, weil, obwohl der Opa ja Kaufmann gelernt hat, aber gut im Garten, wenn du einen Garten hast mit Laub und allem drum und dran, dann musst du schon ein bisschen was auch handwerklich drauf haben. Und mein Vater, der hat ja eben auch ein Handwerk gelernt, eben Uhrmacher. So wie ich ja auch. Und er hat eben auch uns Kindern schon früh eigentlich Dinge beigebracht. Ich meine, eine Sache, die ich im Hinterkopf habe, die ich eigentlich mit dem Kleinen auch nochmal machen möchte, einfach aus so einem Stück Dachlatte so ein kleines Boot machen. Das ist nicht besonders schwer. Das hat, ja, mein Vater, der hat uns das damals gezeigt. Und dann haben wir selber, ja, mit einem Holzraspel, mit so einer Raspelfeile, dann die Kanten eben weggefeilt. Ich kann mich erinnern, dass wir auch schon als Kinder Laubsägearbeiten gemacht haben. Ja, und am Fahrrad halt rumgeschraubt. Und
und solche Geschichten. Ich bin ja auch als Jugendlicher da diesem Spleen erlegen, dass mein normales Fahrrad nicht mehr gut genug ist, dass ich da was machen muss. Und dann kann ich mir erinnern, dann habe ich mir, der eine oder andere wird diese Sachen, die damals Mode waren, Hochlenker-Bananensattel, ja, am Fahrrad, aufgekommen durch die sogenannten Bonanza-Räder. Nachbarsjunge hatte auch so ein sogenanntes Bonanza-Rad und ich fand das immer geil, weil der hatte halt so eine Dreigangschaltung in der Mitte mit so einem Hebel. Und das war natürlich total abgefahren. Unser Eins hatte ja nur so ein einfaches Rad ohne Gänge. Naja, aber irgendwann musste dann, obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, also wenn ich heute käme ich im Traume nicht mehr auf die Idee, mir ein Fahrrad so umzubauen, weil letztendlich war das gar nicht gut zum Fahren. Aber damals war es angesagt halt Hochlenker-Bananensattel. Blau-weiß war der bei mir, da kann ich mich noch erinnern, so Längsstreifen. Und naja, solche Sachen hat man halt gemacht. Dann habe ich ja, ach ja, genau, dann habe ich als Kind schon, das ist jetzt so die Frage. Es war so mehr dann vielleicht so ab 10, so 10 bis 15 oder was, habe ich einiges in Sachen Modellbau gemacht. Also, was weiß ich. Flugzeuge zusammengebaut, so Modellflugzeuge aus Kunststoff oder auch so Panzer und so Fahrzeuge, also vieles militaristisch angehaucht. Aber das war ja zu der Zeit, war das ja kein Tabu und da war das ja auch kein Problem. Und auch da muss man ja schon mal was ein bisschen beschnibbeln und kleben und ja, ich sag mal so, auch da war eben Handwerkliches angesagt. Dann ging es ja weiter, Moped gehabt, am Moped geschraubt und dann später am Auto und so. Also ich muss sagen, ich will versuchen, dem Kleinen da schon einiges mitzugeben, weil es, was er halt sonst in Ermangelung eines aktiven Vaters ja nicht mitbekommen würde. Ja, Leute, ich muss da mal ein bisschen achten. Na, der sagt immer noch da Mücke raus. Dann machen wir das. Wenn sich da was ändern sollte, dann würde das Navi mir das ja auch schon sagen. Kann mal ganz interessant werden. Fahren wir mal Mücke raus. Ah, ich will noch mal schauen. Ich glaube, der macht nämlich dann folgendes: Mücke. Ja, ja. Wir umgehen. Ja, ja, wir umgehen die Baustelle da A5. A44 Anschluss, da stockt's wohl. Also seit die das Ding hier in unsere Richtung hin verlängert haben, stockt's. Es ging die ganzen Wochen eigentlich recht sauber dadurch. Gut, nun muss man sagen, jetzt ist auch so ein bisschen mehr Urlaubszeit und die Leute, sind natürlich jetzt wieder wie in alten Zeiten auf der Piste. Ich kann's verstehen, aber trotzdem zu meinem Leidwesen. Na gut, aber 11,56, da wollen wir nicht klagen. Das klappt zwar nicht. Ich hatte zu meiner Frau gesagt, sie muss den Hausfreund heute eher nach Hause schicken. Ich würde schon 11:45 auf der Matte stehen. Aber das wird nichts. Vor allen Dingen, heute habe ich einen Auftrag. Die schon eine ganze Weile dabei sind, wissen, wovon ich spreche. Heute muss ich Fischbrötchen einkaufen. Also das heißt, wir werden in dem einen Ort da anhalten und dann werde ich
mal schön 3 Fischbrötchen einkaufen. Schauen wir mal. Ja, dann ist mir eben gerade ist mir da was eingefallen. Ich hatte heute Morgen da einen Kommentar gelesen, das würde nicht passen, halt ich 5 Jahre alt. Und das wäre ja dann, oder 5, 6 Jahre alt, das wäre ja 65 gewesen. Und dann der Range Rover da im Hinterhof, weil es den erst seit 1970 gab. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bis zum 10., 11. Lebensjahr haben wir ja dann noch in Bochum. Also ich mag mich da auch vertun, dass ich da schon etwas älter war. Aber dass es ein Range Rover war, also da bin ich wirklich absolut sicher. Also ja, muss das so, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Es kann auch sein, ja, ob wir, also das war ja so, wir hatten ja das Geschäft mit der Wohnung oben drüber und dann hatte mein Vater ja gebaut und dann sind wir ja weggezogen, aber ja gut, da kann sein, dass ja ein bisschen was durcheinander, also dass ich mich da eben um ein paar Jahre verhau, dass ich doch etwas älter war. Ist auch zu vermuten, weil die Erinnerungsfähigkeit an Dingen, die im Alter von 5 Jahren passiert sind, ist ja nicht so derbe hoch. Also ganz markante Sachen, klar, die behält man einfach, aber es gibt mit Sicherheit auch Sachen, die man dann schon vergessen hat. Na, was steht er da so? Hat er einen Plattfuß oder übernachtet er da? Okay, ja, das sah nach Plattfuß aus, rechtes Vorderrad. Also wenn einem das Vorderrad kaputt geht, ich sag mal, wenn es jetzt ein Loch ist mit langsamem Luftentweichen oder so Geschichten, dann mag es ja noch gehen. Aber wenn das so ein Reifenplatzer ist, wie ich den da jetzt letztens hatte auf dem Vorderrad, also dann kannst du froh sein, wenn du das Auto auf der Straße hältst. Weil da kann ich mich erinnern, ich bin ja nebenbei für unseren Getränkehandel im Dorf gefahren, als ich noch Maschinenbau gemacht habe, also ist schon eine Weile zurückliegend. Und der Chef, der ist ja selber auch viel öfter mit dem LKW gefahren, bis er dann eben das zeitlich nicht mehr geschafft hat und halt so jemanden wie mich reingenommen hat. Auf jeden Fall sagte er, ihm ist auch schon mal ein Vorderradreifen geplatzt auf der Landstraße. Und ja, er hat Glück gehabt, er hat die Karre zum Stehen gekriegt, hat dann beim Reifenfritzen angerufen und der hat, die erste Frage von dem war, ist das Auto noch auf der Straße? Und er hat gesagt, yo, es ist noch auf der Straße, aber ich habe die komplette Breite gebraucht. Also zum Glück kam ihm keiner entgegen, weil der muss schon durch den Reifenplatzer ganz wild herumgerudert haben. Also ich achte sehr auf die Vorderradreifen und wenn die irgendwie Risse zeigen in den Außenkanten, die fahren sich durch die Spurrillen, primär fahren sich die Außenkanten voll runter. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt, wir haben Vorderradreifen gewechselt, die eigentlich in der Mitte vom Profil her noch ziemlich gut waren, aber die Außenkante war schon runter bis kurz vorm Draht. Und da muss man natürlich dann reagieren. Aber da mache ich dann auch immer Druck und dann läuft das. Da gibt es eigentlich keine Probleme. Ja, so schaut das aus. Also eigentlich, wie gesagt, bin ich eigentlich bis jetzt mit Freitag, dem 13. sehr zufrieden. Also wie es bis jetzt gelaufen ist, kann ich nicht meckern. Natürlich diese Geschichte da mit den 23 Minuten, na, wie gesagt, 56, 23, ja doch, passt genau.
Gut, ein paar Minuten eingespart noch durch die Umleitung, sonst wäre es schon nach 12. Dann nochmal zurückkommt, ich hatte das allerdings auch schon in dem Kommentar beantwortet. Es hat jemand gesagt, also ich hatte ja in dem Dienstagsvideo da gezeigt, so ein bisschen hier Fahrstil und so mit dem Tempomaten und diese ganzen Geschichten und so. Und da ist mir noch, einmal ist es so, ey, guckt euch sowas Beknacktes an hier. Echt, das ist doch wirklich, ey, der ist auf unter 15 Meter ist der jetzt vor mir reingegangen. Einfach beknackt. Naja, es ist also so, dass ich natürlich da, also da hat jemand zu mir gesagt, naja, so diese guten Werte, die ich dann so hinkriege, die sind auch nur machbar, weil ich ja quasi jeden Tag die gleiche Strecke fahre und dadurch die Strecke so gut kenne. Da ist natürlich viel Wahrheit dran. Da habe ich gesagt, da muss ich demjenigen recht geben. Denn ich bin da ehrlich, wenn ich hin und wieder mal, die länger dabei sind, wissen das ja schon, freien Verkehr fahre, dann wird das manchmal schwierig, eben diese sehr guten Fahrwerte hinzulegen, weil man natürlich, ja, ich kann hier, wo ich wirklich fast jeden Grashalm kenne, natürlich nochmal um einige Nuancen vorausschauender fahren kann, ja. Ich kenne ja die, wo ich abfahre, die Distanzen und ja, ich kenne auch den ganzen Verlauf. Also das macht schon eine Menge aus. Aber trotzdem ist es machbar, auch wenn ich freien Verkehr fahre, fahre ich über 90% mit Tempomat. Also daran ändert sich nichts, nur halt, dass natürlich nicht immer alles so super klappt, also mit dem Anhalten, weil dann plötzlich, du fährst um eine Kurve rum und dann ist da auf einmal eine Ampel irgendwie, die man jetzt nicht kennt, wenn man durch Gegenden fährt und so, das ist ganz klar, aber ich habe mir das jetzt so angewöhnt, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das ja, es ist ja nur eine Möglichkeit. Man kann natürlich nach wie vor mit dem Retarderhebel arbeiten und so, aber ich habe eben für mich festgestellt, ich komme hier mit der Knöpfchendrückerei super zurecht. Ja, dann war noch eine Sache, wenn man jetzt irgendwie aufs Stauende zufährt oder auf irgendwas oder auf einen, der an der Ampel steht, hat den Abstandstempomaten drin. Da haben mir Leute geschrieben, sie hätten das auch in ihrem PKW, aber sie würden das nicht nutzen, beziehungsweise wenn, am Ende würden sie dann doch immer mit dem Fuß in die Bremse treten. Also ich nutze das System schon und lasse das System machen, aber ich bin ehrlich, weil es immer mal wieder vorkommt, dass die Kamera das den Vordermann irgendwie nicht erfasst. Das ist ja, also ich habe ja hier so ein Symbol drin, wenn ich jetzt den Abstandstempomaten reinmache, dann erscheint ja so ein weißes PKW-Symbol. Na, ich mache das mal rein. Ja, das heißt, jetzt ist es direkt blau, weil er ihn auf dem Schirm hat. Aber wenn er ihn nicht auf dem Schirm hat, dann ist das weiß. Und wenn das natürlich der Fall ist, ich merke, Mensch, mein Abstandstempomat hat den Vordermann nicht auf dem Schirm, dann latsche ich natürlich auch in die Fußbremse. Oder ich, wenn ich noch die Möglichkeit habe, noch genug Strecke da ist und Zeit, dann verzögere ich halt übers Knöpfchen. Und verrückt ist, dass es manchmal hat er dann plötzlich wieder den Vordermann und steigt dann ziemlich in die Bremse, weil die Distanz schon so kurz geworden ist. Nein, und mein Fuß ist natürlich über der Bremse, aber letztendlich lasse ich, wenn es möglich ist, den Anhaltevorgang vom System vornehmen, weil das, ja, ich sag mal, das ist vielleicht in manchen Fällen auch ein bisschen bekloppt, aber diese Bewertung, ja,
Die geht wohl immer davon aus, das System arbeitet hundertprozentig, ja? Und wenn du das System machen lässt, dann hast du deine 100%. Und von daher mache ich das so, weil in dem Moment, wo du nämlich dann das System aushebelst durch Tritt aufs Bremspedal, ja, kassierst du wahrscheinlich schon wieder einen schlechten Wert. Also ich hätte jetzt gesagt, Punktabzug in der B-Note. Aber ich muss jetzt auch mich ein wenig konzentrieren. Ja, wir holen mal die, warte mal. Ja, er will, dass ich da gleich rausfahre. Wir holen mal Else ins Bötchen. So. Und dann machen wir jetzt auch direkt mal einen Test, ob sie auch schön arbeitet. Folgen Sie A5 E40 Richtung Homberg und für 8 Kilometer. Sie erreichen Ihr Ziel um 11.57 Uhr. Jo, geht klar. Sie erreichen Ihr Ziel um 11.57 Uhr. Ja, einmal reicht. Einmal hätte gereicht, aber okay, sie hat es gerne mal so mit dem Doppeln. Ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen abbremsen hier, sonst sagt er mir gleich wieder Geschwindigkeit zu hoch. Und dann gibt es wieder Mecker. Ja, und nochmal zurückkommt auf die Handwerksgeschichte. Mein Kollege hat dann so erzählt, wenn er dann irgendwo war oder was gemacht hat, er hat dann immer den Leuten irgendwie auf die Finger geguckt, Fliesenleger und so weiter. Und ähnlich ist es bei mir ja auch gewesen, als ich da 18, 19 war mit 18 mein erstes Auto hatte. Ich hatte ja keine Ahnung vom Autoschrauben, aber ich habe das Glück gehabt. Bei mir in der Berufsschule war ein etwas älterer Typ, der hatte auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich schon den Führerschein hatte. Ja, der war auf jeden Fall etwas älter, der hatte Autoführerschein, Auto und so. Und ich habe das ja schon mal erzählt, der hat zwei Brüder gehabt und die drei, die waren total fit im Autoschrauben und haben dann anfänglich mir quasi geholfen, indem sie einfach das, was gemacht werden musste, gemacht haben. Und ich habe aber immer, also das ist ja so, wenn ich jemanden habe, der etwas besser kann als ich selber und der macht das, dann lass ich aber nicht den da werken und hau da ab oder was, sondern da stehe ich daneben und mache eben dann den Hilfswilli, so wie es meine Frau oft für mich macht. Weil, so nach dem Motto, jeder Meister braucht so seinen Helfer, der mal was anreicht, der mal was hält. Und wenn man das macht und interessiert ist und dann den Leuten auf die Finger guckt, dann kann man eben was lernen. Ne? Ich weiß nämlich, dass wir damals zweimal Motoren umgebaut haben. Das erste Mal war bei einem VW Käfer, den ich hatte, da war irgendwie war da der Motor nichts mehr. Was allerdings bei so einem VW Käfer nicht so ein Riesenakt ist. Den hat man eigentlich relativ schnell draußen. Und dann weiß ich noch, ich hatte ja so einen Opel Rekord C Coupé, ein Auto, was ich heute gerne in der Garage stehen hätte als Oldtimer. Und der erste, den ich hatte, das war ein roter, den hatte ich auch von einem Bekannten dieses Kollegen da gekauft. Und da ist aber dann irgendwann der Motor fratze gegangen. Nein, umgekehrt. Ich habe diesen roten gehabt,
Und dann hat der irgendwie keinen TÜV mehr gekriegt. Und dann habe ich den aber irgendwie noch stehen gehabt. Und dann habe ich mir die gleiche Karre noch mal in Weiß gekauft. Und da ist mir der Motor kaputt gegangen. Und dann haben wir den, also das heißt, ich war da wirklich nur Helfer, aber dann haben die Jungs mir mit meinem Beisein dann den Motor da umgebaut. Das ist natürlich nicht so eine verbaute Geschichte gewesen, wie das heutzutage der Fall ist mit diesen ganzen Scheiß 2 Kilometer. Nehmen Sie die quer eingebauten Motoren. Da ist schon ein ganz schönes Problem. Das war ja damals noch Maschine in Reihe. Also es ging ja so Motor, Getriebe, Kardanwelle, Antrieb hinten. Also ganz, ganz klassisch. Ja, obwohl Homberg, da sind wir auch schon mal raus. Doch, da sind wir schon mal rausgefahren. Doch, jetzt kann ich mich irgendwie erinnern. Ja, und wir werden die blöde Baustelle umgehen. Vielleicht fahren wir auch durch bis Alsfeld. Ich weiß es gar nicht. 61 haben wir noch. 20 abgezogen für Überland. Na, könnte sein, das war. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt 6 Richtung Mücke. Dann fahren Sie. Ach ja, jetzt kann ich mir erinnern. Und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Ja, ja. Ich glaube, wir kommen raus. Nehmen Sie die Ausfahrt 6, dann fahren Sie. Rastplatz Pfefferhöhe, da ist nämlich ein Kreisverkehr. Und da gehen wir wieder auf der Autobahn und die nächste Alsfeld-Ost fahren wir nämlich dann raus. So, aber jetzt, Leute, muss ich mal ein bisschen auf Else hören. Und ich stelle gerade fest, ich muss mir nochmal einen Schluck Kaffee gönnen. Diese Geschichte wird sich natürlich jetzt auch in Anführungsstrichen ein. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt Richtung Mücke. Ein wenig negativ auf den Fahrwert auswirken, aber das ist kein Problem, weil es zählt ja bei uns der durchschnittliche Wert im Monat. Und wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, naja, dann ist das eben so. Jetzt übrigens mache ich natürlich Fußgas, weil ich auch hier rumfummel. Na, jetzt, wie gesagt, jetzt machen wir natürlich Fußgas. Aber kaum sind wir abgebogen, zack, drücke ich schon auf den Knopf und er nimmt wieder den Tempomaten. Ja, und jetzt drücke ich so lange, bis ich hier auf 65 bzw. lang drücken in 5er Schritten und jetzt noch mal kurz, da gehe ich auf meine 68. Aber da muss ich natürlich auch immer schauen, ob man die hier auch so fahren kann. Auf einer guten Landstraße kann man die ohne Probleme fahren. Wenn es natürlich eng wird, dann reichen auch die 60. Das heißt, hier geht es jetzt abschüssig. Oh, mal schön wieder runterstellen auf 60. Sonst läuft er mir über die 70. Jetzt gehen wir sogar auf 55 runter, weil die 23 Tonnen, die wir jetzt drauf haben, natürlich drücken. Also wenn man das überhaupt nicht kennt und so oder wenn, dann nur, sagen wir mal, bisher immer leichtes gefahren ist, so 5 Tonnen rum oder was, und dann hat man mal richtig hier 20 oder 25 Tonnen drauf, das drückt ordentlich und das beeindruckt auch. Also da denkst du, ho, ne? Weil du spürst es auch, dieses Gewicht. Bei mir ist es ja jetzt irgendwie echt, na, total gewöhnt. Aber Leute, das ist richtig geil, schön über Land. Ich meine, entschuldigt jetzt meine etwas rüde Ausdrucksweise, scheiß drauf, dass das jetzt ein bisschen länger dauert. Aber ist doch nett. Ist doch irgendwie okay. Na? Ich meine, wäre das jetzt hier winterlich oder so, würde ich das jetzt vielleicht nicht gut finden. Also
So, abseits der Barber, so ist alles gut. Alles gut. Will meine Frau natürlich schmunzeln, ne, weil habe ich wieder gestrunzt. Aber okay, das Problem ist, wenn ich mit der telefoniere, habe ich noch über 200 Kilometer vor der Brust, ja. Und auch über 2 Stunden. Und da kann immer alles passieren. Das sage ich auch jedes Mal dabei. Ich sage, nach dem jetzigen Stand bin ich dann und dann zu Hause. Rechts gelb vom Raps, links gelb von den Butterblumen. Ich glaube, so heißen die. Ich meine, ich bin nicht so der Botaniker. Ach, hinter mir einer, der mich nachts immer überholt von so einer Textilfirma. So hier Arbeitsklamotten. Das heißt, immer überholt er mich auch nicht. Er macht keinen Ärger. Nee, macht er auch nicht. Nee, er weiß ja, dass er schon seine Zeit braucht, um rumzuziehen. Und auch den Platz. Und er wartet da einfach mal. Steckt sich erstmal eine Kippe an. Ist richtig so. Oh, ich muss mal den Deckel drauf machen, sonst platscht mir gleich der Kaffee raus. Jetzt natürlich hier schön auf 30 runterstellen, den Tempomaten. Jetzt gehen wir mal wieder 5er hoch. Sowas ist natürlich auch blöd, hat das System überhaupt nicht gerne. Na, ah, guck mal hier, eine braun. Ich kenne sie eigentlich nur in grün. Schöne Blitzsäule. Ja, gestern, also ich sage ja heute eigentlich für Freitag, den 13. bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es läuft. Das heißt, jetzt hier diese 23 Minuten habe ich nicht gebraucht. Gestern dagegen lief überhaupt nicht gut. Ich sagte ja schon, da die Baustelle da, die hat mich ja irgendwo echt Zeit gekostet, weil ich auch, naja, brav war, ne? Die Braven und die Ehrlichen sind ja immer die Dummen. Und dann war noch eine blöde Situation. Ich war ja jetzt dadurch viel später dran. Das heißt, ich habe meine Frau vor Walldorf angerufen. Und da kommt ja immer eine Brücke, da habe ich auch schon zigmal euch gesagt, dass halt da immer eine Kamera steht. Aber von 100 Mal steht die über 90 Mal mit der Blickrichtung Norden. Also 400 Metern biegen Sie links ab, B49. Es werden die Abstände kontrolliert des entgegenkommenden Verkehrs. Ja, und gestern, ey, in meiner Richtung und auch, und dann noch blöde, ich telefoniere mit meiner Frau, vor mir irgendwie löppt's nicht richtig. Ich ziehe raus, aber links der war noch nicht so weit vorne und da war der Abstand, naja, der war auf jeden Fall keine 50 Meter. Und wenn ich viel Glück habe, dann waren wir schon so weit vorne, dass die Kamera quasi, ja, die brauchen ja schon eine gewisse Strecke, wo sie das erfassen. Und dann sind ja immer diese weißen Querstreifen da, die sie irgendwie für die Messung brauchen. Es kann sein, dass ich da zum Glück schon weit genug vorne war. Ja, und dann eine Zeit später in Frankfurt ist ja auch nochmal so eine... Nee, Walldorf, genau Walldorf. Walldorf ist ja 80 irgendwie und ja, ich weiß, das achte eigentlich drauf. Ja, und ich meine, ich wäre 85 gefahren, neben mir war allerdings auch einer und dann plötzlich sehe ich rechts unten Blitzgeräte und hat auch geblitzt. Aber es ist jetzt überhaupt nicht klar, ob er jetzt mich da geblitzt hat oder ob er den Nebenmann geblitzt hat. Oh, hier müssen wir aber mal genau schauen. Gar nicht schön. Lass mal noch mal ein paar Zentimeter nach vorne. Ah, die lassen wir erstmal alle durch. Machen wir hier keine. Alles durchlassen. Handwash only.
Ja, mein Auto war auch noch nie in der Waschanlage. Ich habe auch festgestellt, wenn du viel in die Waschanlage fährst, wenn man da mal ganz genau guckt, hast du ganz feine Kratzer auf dem Lack. Ja, ja, das ist einer von den Berufsbekleidungsfritzen. Die kommen nämlich hier aus Alsfeld und die fahren... B49 Richtung Alsfeld für 8 Kilometer. Jo, mache ich. Ja, wir sind hier schon hergefahren. Aber es ist sehr, sehr selten. Da kriegt er heute richtig schön viel über Land. Ist ein bisschen mehr zu gucken, als wenn man so auf der Autobahn fährt. Vor allen Dingen alles jetzt so richtig satt grün. Vor allen Dingen optimales Wachswetter, ne? So mal Regen und dann wieder schön viel Sonne. Was ist das da rechts? Sind das jetzt Tiere? Jo, das sind Tiere, ne, oder? Nee, das sind zerflederte Strohballen. Nix Tiere. Ja, wir müssen mal ein bisschen runtergehen. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, hier war das nämlich auch, hier hat mich mal einer überholt mit dem LKW. Aber hat ihm überhaupt nichts gebracht. Später auf der Autobahn, ja, ist er nämlich raus irgendwie auf dem Parkplatz. Also ich weiß nicht, wozu er das gemacht hat. Gut, es kann natürlich sein, jetzt wo ich im Nachhinein nochmal drüber nachdenke, es kann natürlich sein, dass er mit der Lenkzeit schon eng war, also dass schon Druck war mit dem Pausemachen und ja, und dass er jetzt diese Strecke auf der Landstraße schnell hinter sich bringen wollte, ohne zu überziehen und dass er deswegen so viel Gas gegeben hat. Ich fand es nicht so gut, aber letztendlich, naja, wenn er meint, er muss das machen. So, da vorne haben wir eine Mautsäule. Oh, was ist denn hier los? Ja, jetzt hat er zum Beispiel, jetzt erfasst er den nicht, ne? Ich könnte winseln. Ne, jetzt hat er ihn, jetzt ist es blau. Ach, ich glaube, hier unten ist irgendwie eine Ampel oder so, ein Scherz. Oder es gibt irgendwie noch mal eine Stelle, wo man hier abbiegen muss. Naja, ist aber auch eben wurscht. Nee, da unten sehe ich eine Ampel. Ja, jetzt hier, wir fahren ja auf den dazu, ne? Weitester Abstand. Ja, jetzt werden wir doch mal schauen, werden ihn das mal hier. Er hält schön von alleine an. Ne, sauber, auch Abstand, also er fährt dem jetzt nicht auf der Stoßstange drauf. Zähl fließender Verkehr auf B49. Ach! Ende vor Ihnen. Ach, hast du auch schon? Grünberg-Nimheim, B49 und Mücke, Flensungen. Ja, ja, ja. Sie Minuten Verzögerung. Ja. Sie erreichen Ihr Ziel um 12 Uhr. Ja, ist klar. Jetzt hat sie es auch schon gemerkt, jetzt wo ich drin stehe. Wow, manchmal ist Else echt eine Pfeife. Jetzt kann es natürlich sein, wir stehen ja in Hanglage und er hält den Wagen ja von alleine. Ne? Ich mache nichts, Füße stehen nicht auf der Bremse, auch die Feststellbremse ist nicht gezogen. Aber nach einer Weile sagt das System dann von wegen Feststellbremse anziehen. Das heißt, ach, da staut sich's auch. Ich glaube, da sind schon viele abgefahren. Naja, egal. Egal, wir sind immer noch, also sagen wir mal so, selbst wenn ich erst 12.30 Uhr ankäme, so war es gestern, bin ich um 1 Uhr zu Hause, ist alles gut, da wollen wir mal gar keinen Stress uns machen. So, jetzt tippe ich nur das Gaspedal an, ja? So, jetzt fährt er ganz von alleine nach vorne. Mal. Macht es schön, schaltet, macht alles. Würde allerdings jetzt nicht schneller fahren als 30, weil ich eben die 30 eingestellt habe. Das ist auch eine Sache, da sollte man dran denken. Ich könnte natürlich jetzt auch 60, 70 eingestellt haben, aber
Das System ist dann so drauf, in dem Moment, wo er dann plötzlich mal den Vordermann nicht erfasst hat, dann gibt er so richtig Gas, weil er natürlich quasi die Order hat, auf 85 zu gehen, und dann will er auch da fit hin und beschleunigt entsprechend. Und wenn du da aber nur so eine etwas größere Lücke im Stau hast, ist es natürlich völliger Mist, ja, dass er dann da so ein Gas gibt. Also tut man gut daran, die Geschwindigkeit, die Vorwahl da nicht zu hoch vorzunehmen. Aber es hat letzte schon mal gesagt, also am Anfang, man kann sogar sagen, wir sind ja gar nicht viel über Land, doch, da bin ich auch schon über Land gefahren. Sagen wir mal so, ich hatte ja genau, ich bin ja, bevor ich vollzeitmäßig eingestiegen bin in die Lkw-Fahrerei, bin ich ja noch gefahren für den Getränkemann, aber das war ja nur jetzt weiß ich gar nicht, ein Zweiachser oder Dreiachser gewesen. Ich glaube ein Dreiachser. Auf jeden Fall eben nur Motorwagen, kein Hänger, kein Sattelzug, nichts. Und das war ja auch eine ganz lockere Tour von uns aus nach Fulda rüber. Und als ich dann anfing, Vollzeit zu fahren, eben hier kommt ein Sattelzug und so, und dann hier über solche Landstraßen, das ist ja jetzt hier nicht wahnsinnig breit. Wenn dir jetzt hier ein LKW entgegenkommt, dann da. Also ich bin da ehrlich, am Anfang da war das schon, hat einen das irgendwie mehr gestresst, und ich bin auch sehr, sehr ungern über die Landstraße gefahren. Jetzt natürlich mit der Erfahrung, die man gesammelt hat und so, und man hat das alles viel besser im Griff, da geht es schon deutlich besser. Also da juckt mich das nicht mehr, da ist sowas hier ganz okay. Vor allem hier vorne wird es auch schon wieder breiter. Eventuell. Obwohl es fahren einige von uns Richtung Süden. Und es könnte aber trotzdem der sein, der mich da des Nächten schon mal überholt. Oder ich ihn, das kommt immer drauf an. Aber meistens eher mich hier, der mit den Textilklamotten, weil der halt leichter ist. Achso, ich habe ja gestern schon die meisten Kommentare beantwortet, zwei Kommentare nicht. Das waren wieder die etwas, zwei Kommentare halt nicht. Aber das kommt heute Nachmittag noch, also das ist gesichert. Die werden heute Nachmittag noch beantwortet. Weil bei dem einen muss ich auch ein bisschen mehr schreiben, und das war mir da gestern, da war schon halt wieder zu spät, war schon wieder mal 10 nach 6, Viertel nach 6, bis ich hochgegangen bin. Aber ich muss sagen, ich habe super geschlafen. Ja klar, jetzt natürlich die letzte Nacht, bevor ich heute Abend wieder umschwenke auf den anderen Rhythmus. Nee, alles gut. Ah, ist ja mehr so eine Strecke, die man schön mit dem Moped fahren sollte, ne? Nochmal 2 Minuten, ey, Mann, du, das ist ja heute ein Gewürge hier. Naja, aber auf jeden Fall ist das hier schöner, als wenn wir hier uns da durch 23 Minuten Stau quälen. Kindergarten Mückenschwarm. Ja. Ach, da sind sie auch, die Mücken.
Kebabhaus. Ah, jetzt 900 Umdrehungen, ja? Und glaubt mal nicht, dass der runterschaltet. Da kennt der nix. Aber gleich, weil jetzt geht's ja, das könnt ihr über die Kamera vielleicht nicht so gut sehen, das geht jetzt ein bisschen in eine Steigung. Jetzt unter 900, 880 würde ich sagen. Ja, jetzt hat er geschaltet. Jetzt hat er einen Gang runtergeschaltet. Ja, jetzt ist natürlich, obwohl mit 24,1 sind wir immer noch gut dabei, also müsste schon mit dem Deibel zugehen, wenn wir über den Schwellwert von 27 Liter kommen würden. Nach 300 Metern halten Sie sich rechts, ja. W49 Richtung Alsfeld. Obwohl so eine Steigung hier natürlich jetzt zockt, ne? Das. Halten Sie sich rechts. Jo. Ja, ich habe es auch, ist ja schon lange her, dass wir hierher gefahren sind, aber da habe ich es auch gesagt, mit dem Moped, da bin ich hier, glaube ich, schon öfter hergefahren als mit dem LKW. Ja, das wäre natürlich die Sache, wenn wir das dieses Wochenende endlich mal eine Runde auf die Reihe kriegen. Vielleicht fahre ich heute. Halten Sie B49 Richtung Alsfeld für 13 Kilometer. Ach du Scheibe, oh, so ordentlich. Aber dann kannst du jetzt auch mal die Klappe halten. Na, jetzt schafft er gar nicht schneller als 55. Jetzt zieht er aber hier den Gang schon über 1500, also schon über den grünen Bereich hinaus. Weil einfach dieser topografische Tempomat eben, ne, wusste, wir sind am Berg und er schaltet dann erst hoch, wenn es auch Sinn macht. Nein, nicht, wenn der Motor wirkt. Ja, und jetzt zack, Tempomat rausgenommen und Rollmodus an. Ich gehe aber mal auf 60 runter, weil sonst läuft er mir zu hoch. Jetzt hat er aber schon wieder in Tempomaten reingemacht und jetzt macht er auch hier, ja, wie gesagt, die ersten zwei Stufen sind Motorbremse, dann kommt der Retarder. Jetzt hat er ihn rausgenommen, lässt ihn rollen. Na, rollen nicht, also hat ihn aber freimal, jetzt bremst er wieder kurz ab, weil er, um die Geschwindigkeit zu halten. Ja, jetzt sind wir schon bei 24,4, also das haut schon rein hier von der Strecke her. Ja, die anderen lieben mich nicht unbedingt. Der eine oder andere, der würde ja auch mit 80 herballern, aber das ist nicht nötig. Also das machen wir nicht. Ja, und wenn ich jetzt hier auf der 68 gehe, okay, in der Ebene ist es ja okay, aber wenn wir dann hoch und dann geht es wieder runter, dann läuft er mir ja schnell, wenn ich 68 eingestellt habe, auf 75 oder mehr. Also auf 73 garantiert, weil ich ja plus 5, minus 5 eingestellt habe. Das ist ja auch die Sache, das muss man immer dann berücksichtigen, ja, die was ich als Schwingung eingestellt habe. Denn wenn ich dann 60 als, ne, Sollwert, dann muss ich wissen, aha, ich habe plus 5 eingestellt, also je nachdem erlaubt das System dem Wagen auch bis 65, ja sogar bis 67 zu laufen, bevor er dann anfängt mal die Geschichte einzubremsen. So, aber hier können wir jetzt mal wenigstens auf 65 gehen, aber wie gesagt, bis er da ist, müssen wir wahrscheinlich schon wieder runterbremsen. Ja, immer Standlicht gestört. Muss ich doch meinen Kollegen nochmal anhauen, er soll doch mal die Standlichtbirne auswechseln. Wir haben ja so eine Arbeitsteilung. Ich tanke, er kümmert sich um den Rest, in Anführungsstrichen. Nein, wir kümmern uns beide. Läuft schon richtig gut. Also im Moment habe ich richtig Glück mal. Da ist mein Spannmann der, mit dem ich mal angefangen habe. Ja, jetzt habe ich 60 eingestellt. Nein, jetzt läuft aber schon 65, 66. Allerdings hat er jetzt Drehzahl 1500 Motorbremse, ne? Weil es geht ganz schön runter. Ich gehe mal auf 55 wegen der Kurven auch.
So, dann hat er noch mal runtergeschaltet, die Drehzahl noch mal etwas höher, um halt mehr Bremsleistung zu haben. Ne? Ein Retarder braucht hohe Drehzahlen für gute Bremsleistung. Ich glaube, ihr müsst auch, da ist ein Ortsschild. Oh, so gerade eben haben wir ihn runtergekriegt auf die 50. Das ist natürlich die Sache. Wenn ich übers Knöpfchen arbeite, das ist natürlich nicht so schnell, als wenn ich jetzt in die Fußbremse latsche. Aber es gilt halt, Fußbremse nur zum Anhalten. Da habe ich doch, wo der Reifen jetzt geplatzt ist, da habe ich mal meine Bremsscheiben gesehen, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob sie die nicht schon mal gemacht haben, aber ich glaube eher nicht. Also Leute, die Bremsscheiben, gar nichts eingelaufen, wie neu, wie neu. Ja, ja, hier wieder schön Lärchenholz. Das ist aber geölt. Geölt oder gestrichen? Na, ich denke mal dunkel geölt. Hoppla. Kiwis Markthalle. Oh ja, richtig Markt mit Gemüse und so. Nicht schlecht. So, jetzt geht's wieder raus. Finde ich, könnte jetzt auch sagen, herrlich. Na? Ist doch herrlich hier. Oder auch wunderbar. Nein, ist schon. Ich bin immer wieder damit zufrieden, vor 20 Jahren aus dem Ruhrpott weggegangen zu sein. Ich meine, auch der Ruhrpott hat seinen Charme ohne Frage und ich kenne da viele grüne Ecken. Also hier mit schwarze Kohlen halten und so, das könnte alles knicken. Aber du hast, also ich für mich persönlich, das ist, gilt nicht für jedermann, wenn einer auf Stadt steht und Remi Demi natürlich nicht. Aber für mich kann ich sagen, habe ich hier in dieser ländlichen Gegend wesentlich mehr Lebensqualität, als ich sie halt im Ruhrpott hätte. Und dann eben auch im Zusammenhang mit meinen Interessen wie Hunde, Tierhaltung, Motorradfahren, naja, und halt, ich habe ja schon mal gesagt, im Ruhrpott oder in Nordrhein-Westfalen hätte ich mir nie ein Haus leisten können, wäre einfach nicht drin gewesen. Das war nur hier möglich. Puh. Och, jetzt Leute, jetzt hat er aber zu ackern hier. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich will, ja, jetzt hat er es schon gemacht. Ich hätte natürlich auch jetzt eher runterschalten können. Also ich mache das auch. Es ist jetzt nicht so, dass man bei so einer Automatik, das heißt, ich sage ja immer sehr betont, automatisches Schaltgetriebe. Ja, ich mache das einfach mal. Ich gebe ihm mal den 7. schon, denn das wird hier nichts. Der hat hier echt zu ackern. Boah, wir ziehen eine ganz schön fette Schlange hinter uns her. Aber okay, ich kann ja nichts dafür, dass ich jetzt der so schwer beladen bin und der Erste. Oh, jetzt geht er bis 1800 in den gelben Bereich schon mit der Drehzahl. Und er schaltet nicht hoch, weil er genau weiß, wenn er hochschaltet, geht er so in den Keller. Das wird nichts. Weniger Grundwasser nach Rhein-Main haben die da stehen.
Obwohl, kann ich unterschreiben, weil ich habe ja jetzt, das ist ja eine neue Idee bei mir. Angeregt durch den Stablerfahrer in Gaggenau. Wir sprachen so über Bewässerung und so weiter. Und da hat er mir erzählt, dass er halt ein, naja, sich da ein Loch hat bohren lassen im Garten, um ans Grundwasser zu kommen. Also er hat quasi einen eigenen Brunnen, Pumpe dran. Und ich will das jetzt mal klären, ob man das bei uns einfach so machen kann und was das kostet und so. Weil ich finde das schon interessant. Im Zusammenhang mit unseren Tieren und den Pflanzen hat man schon einen ganz ordentlichen Wasserbedarf. Naja, wenn ich 60 fahre, kann keiner was sagen. Ist ja die offizielle Geschwindigkeit auf der Landstraße. Ist natürlich so, wenn du einen LKW-Fahrer hast, der die Strecke hier sehr gut kennt, der kotzt vielleicht jetzt ein bisschen ab, ne, weil er sagt, ich will nach Hause, Wochenende, und jetzt kriegt der hier vom Marshall vor mir her. Aber watch else. Ja, und die PKWs, die sehen natürlich keine Chance, weil hinter mir, wie gesagt, der Hängerzug, dahinter nochmal ein PKW mit Autotransportanhänger. Also dreimal lange Fahrzeuge auf der Strecke hier zu überholen, das kannst du vergessen. Da kannst du dich nur in Geduld üben. Ich glaube, hier war auch irgendwie noch einmal so ein ganz fettes Abbiegemanöver nach rechts. Meine ich, mich erinnern zu können. Boah, hier auch. Ganz schön umgeknickte Bäume hier rechts unten. Ach, hier links auch. Rechts und links überall. Wie bei uns im Wald. Ja, wer die Privatvideos sich anschaut von mir, weiß ja, wovon ich rede. Jede Menge umgeknickte Bäume. Ja, ja, ich glaube, gleich kommt da irgendwie so ein Ding nach rechts. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen flotter fahren, mal wieder 65. Jetzt will ich doch mal schauen. Ah, komm, das ist. Ich habe jetzt noch 600 Kilometer, das reicht meinem Kollegen. Weil ich will nämlich eigentlich erst Montagmorgen, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, tanken. Heute habe ich eigentlich keine Böcke mehr da drauf. Und wenn ich Glück habe, tankt er am Wochenende. Wenn nicht, ist auch okay. Was ziehen wir für eine Schlange hinter uns her, ey. Ah, das ist echt ordentlich. Gestern bin ich erst anderthalb Stunden später nach Hause gekommen. Das war aber nicht dem Stau geschuldet, sondern das war einfach so, als ich in der Firma ankam, um 12.30 Uhr, war da mein polnischer Arbeitskollege, den ich schon seit 3 oder 4 Wochen nicht mehr gesehen habe. Wie gesagt, der war auch eine Woche in Polen und so. Und dann haben wir natürlich gequatscht und dann kam noch eine Kollegin dazu und noch ein Kollege. Und naja, irgendwie war es ganz lustig. Und er musste warten, sein Auto war nicht da, weil derjenige, der vor ihm halt gefahren ist, der stand noch in Hungen. Ganz üble Abladestelle, da waren wir auch schon mal, also unmöglich, da habe ich
Ja, gefilmt habe ich es nie, aber ich habe davon erzählt. Das ist ja, ich weiß gar nicht, irgendein Discounter, welcher ist ja auch egal. Und mit einem dermaßen ja, bescheidenen Hof, also du brauchst bald eine halbe Stunde, bis du da an der Rampe stehst, weil du überhaupt keinen Platz nach vorne hast. Da ist also ein Zaun. Du hast überhaupt keinen Platz zum Rangieren. Und jetzt kommt der Hammer, als dann ich da wegfahren wollte. Da fragte ich dann links rum oder rechts rum, weil eigentlich wäre links rum, weil oft ist in diesen Firmen so Einbahnstraßenverkehr, ja, geht's also quasi nur in eine Richtung um die Halle rum, meistens links rum. Und da sagte ich links rum oder rechts rum, da sagte sie, sie können nur nach rechts fahren, weil links neben ihnen steht einer. Also in dem Moment, wo einer daneben steht, ja, kommst du schon nicht mehr da weg. Also wenn jetzt rechts auch noch einer gestanden hätte, hätte ich warten müssen, bis die fertig entladen haben. Unmögliche Bude. Unmöglich. Also ich glaube, mein Kollege, der hat gestern, und das ist natürlich eklig, wenn du 2 Stunden auf dem Hof stehst und wartest darauf, dass das Auto kommt, damit du dann selber auf deine eigene Tour gehen kannst. Oft sind die Jungs, die zusammen auf einem LKW sind, tauschen die Telefonnummern aus, um sich über solche Dinge gegenseitig zu informieren, sodass dann derjenige, der dann mittags startet, einfach eben später losfahren kann. Und nach 300 Metern biegen Sie rechts ab, B49 Richtung Kassel. Ja, und dann nicht so viel verbrannte Zeit hat, ne? Ja, hier war das, glaube ich. Biegen Sie rechts ab. Ja, geht ja auch nichts an. Erstmal geht nichts anderes. Aber selbst hier fahre ich noch mit Tempomat. Ohne Probleme. Na? Oh, da ist die Glocke neben der Kirche, anstatt im Kirchturm. Ein schönes. Kann man schön draußen sitzen. Aber wir müssen unbedingt fahren. Unbedingt. Durch unsere schöne Gegend hier. Perilli-Eis. Quarktasche. Na hier, kleines Eiscafé oder was? Eisbude. Seid ihr denn noch da? Ja, ihr seid noch da. Alles im Lack. Wir kaufen alle Autos. Ja, das ist hier übrigens der sogenannte Vogelsbergkreis. So nennt sich das, die Gegend hier. Falls es einen interessiert. Ich kann nur sagen, gut zum Motorradfahren. Also sind auch einige Motorradkneipen hier, die man gut anfahren kann. Ich glaube, der eine oder andere Pkw-Fahrer da hinten in der Schlange bereut, dass er abgefahren ist. Ah, jetzt kommt. Na, er macht halt nicht vor der Kurve. Er will da raus mit seinem BMW, aber er sollte es vor der Kurve, wenn es geht, nicht machen. So, wir brauchen jetzt hier keinen Mist. Jetzt. Ich will jetzt auch mal nicht schneller werden, dann hat er eine Chance. Na komm, jetzt beherzt. Junge! Ja, wenn du hier eine halbe Stunde wartest, dann wird das, ja, dann nicht. Okay, dann nicht. Hm.
sorry. In 1,2 Kilometer kommt jetzt der Kreisverkehr. Da geht es wieder auf die Bahn, aber dann fahren wir ja schon wieder runter auf der 62. Wo sind wir denn hier? 49, B49. Auch falls es jemanden interessiert, wir fahren hier gerade die B49. Haben wir diesen ganzen Mist umgangen. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt A5, E40 Richtung Kassel. Dann fahren jetzt Sie auf die Autobahn. Jetzt verzögere ich schon wieder übers Knöpfchen, ne? Weil ich ja weiß, da unten kann es sein, dass ich anhalten muss. Und Else wird jetzt erstmal wieder abgestellt. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Diese Totaltankstelle, die man hier recht schön sehen kann, 2 Jahre lang habe ich da, jetzt benutze ich ein bisschen die Fußbremse. Ah ja, ich habe vielleicht nicht gesehen, den Blinker. Und mach mal den Tempomat raus. Jetzt mal ein bisschen eben auf Fußgas. Aber im Grunde nur, na, bis wir jetzt wieder auf der Bahn sind. Ich komme gleich nochmal auf die Totaltankstelle zu sprechen. Jetzt mache ich schon wieder Tempomat. Ja, Totaltankstelle. 2 Jahre lang habe ich da sehr häufig getankt. Und wenn du, boah, ich weiß gar nicht, war das täglich? Man kann fast sagen, ey, mach keinen Ärger hier. Das wäre ja wohl der Hammer, wenn sie jetzt vor mich gezogen wäre. Ja, ich glaube täglich. Vor allen Dingen war es so, wir hatten Tankkarten von Total und haben dann, da gab es immer Punkte drauf, konntest du Punkte sammeln und dann gab es da irgendwas halt. Oh, jetzt gibt aber Gas hier, der Kleider Fritze. Naja, also ob es das jetzt bringt, ne, auf den paar Kilometer. Was ist denn jetzt los? Jetzt lass doch mal laufen. Ey, Mann, Alter. Jetzt muss ich hier auf 60, auf 80 reduzieren, damit der Kreppel hier vorbeikommt. Ja, ey, ich kann doch jetzt nicht hier anhalten. Ja, jetzt, oh, jetzt gehe ich auf 75, ey. Mann, du bist ein Schädel, ey. Das ist so ein Quatsch. Der fährt genauso wie ich Alsfeld-Ost raus. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, der Scheiß. Ja, vor allen Dingen ist es so. Da musst du schon, entschuldigt den Ausdruck, der mancher wird ihm vielleicht auch nicht passen, aber da muss er den Arsch in der Hose haben und muss auch mal bis 95, 96 laufen lassen. Das wäre dann kein Problem gewesen. Aber wenn du natürlich jemand bist, der... Ja, wenn ich jetzt so gucke, ist er einer, der, also ja, gerade mal 92 macht er jetzt, 93, 94, ja doch, ja, 95, oi, 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 oi. Aber wie gesagt, man muss dann eben auch mal, au, 96. Richtig, flott der Vordermann, wir bleiben mal, ja gut, das macht jetzt wieder das System hier, ne? Ich mache nichts, also Füße weg und ja, er lässt sie bis 94 hochlaufen, obwohl ich 85 eingestellt habe. Wie gesagt, plus 5 ist sowieso gebongt und der Rest geht von der Software aus. Was sagt unser Spritverbrauch? 24,8 ist also auch noch top. Wir fahren jetzt Alsfeld-Ost hier raus und ja, ziehen uns die nächsten 27 Kilometer. Nee, das heißt 27 Kilometer wäre es so. Jetzt nehme ich den Tempomaten schon mal raus und rolle einfach den Rest bis zur Ausfahrt. Naja, geht dann auch auf E, also auf in den Rollmodus. Aber damit wir nicht zu flott sind, wenn wir jetzt abfahren, muss ich jetzt auf hier Minus drücken, gehe auf 70, dann schön Blinker setzen und gehe weiter runter. Ich bin zwar jemand, der durchaus mal laufen lässt, aber wie gesagt,
wenn alles vor mir frei ist oder auf der Autobahn und gerade. Was Kurven betrifft, bin ich ziemlich zurückhaltend. Zum Beispiel Abfahrten, die ich nicht kenne, also da gehe ich runter bis auf 30. Ich meine, hier weiß ich jetzt, die ist okay, die kann man mit 50 nehmen. Aber seht ihr, wie ich gesagt habe, der fährt Alsfeld-Ost raus. Was hat ihm das gebracht, mich jetzt zu überholen? Ne? Gar nichts. Aber wirklich auch gar nichts. Aber wie gesagt, das mache ich auch schon mal oder ist mir auch schon passiert. So, jetzt gilt es ja wieder, wenn es geht, in einem Zuge hier rauszukommen. Jetzt ist es so, jetzt übersteuere ich mal mit dem Fußgas, weil ich habe ein Tempomat auf 15 stehen. So, jetzt nehme ich aber schon wieder den Tempomaten rein. Kann ich meinen Fuß schon wieder wegziehen, wähle meine 65 vor und alles ist gut. Aber ich glaube, ich muss mein Wochenendzigarettchen, was ich ja, ist ja eigentlich die einzige Zigarette, die ich so vor der Kamera rauche, die, glaube ich, muss ich mal heute ein bisschen vorziehen, weil ich habe Schmacht, wie man so schön sagt. Und ich habe heute auch, ne, wenn man schaut, noch drei Stücke, war ich heute sehr zurückhaltend mit dem Qualm. Aber es liegt auch daran, ich habe heute Nacht wieder mit meinem Kollegen telefoniert und wenn ich mit dem so quassel, dann ist er auch blöd, wenn du Fenster auf hast, dann ist auch lauter und so. Da, ich will nicht sagen, ich vergesse es, aber da esse ich. Ich habe ja so ein bisschen so festen Rhythmus, so wann ich das erste, wann ich das zweite Butterbrot esse und so weiter. Und dann, wenn ich mit dem mich unterhalte per Telefon, dann kommt es auch vor, ich esse nicht, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Gut, manchmal hole ich es dann nach, wenn wir dann aufgehört haben zu telefonieren. Sind sie die Mopedfahrer? Ja, aber richtige kleine Gang hier. Obwohl es heute gar nicht mal so. Da könnte meine Frau schon wieder eventuell rumjanken, ist jetzt so frisch, aber mir ist das egal. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich mal eine Runde zu drehen. Selbst bei grenzwertigem Wetter. Jetzt muss ich natürlich schon wieder, weil es sehr steil runtergeht, was die Kamera leider nicht so gut rüberbringt. Jetzt gehe ich sogar auf 50 runter, damit er, weil ich jetzt, das ist wieder die Sache, ich kenne die Strecke, ich weiß, da unten kommt eine Ortschaft, und da will ich ja natürlich nicht mit über 50 reinrammeln. Also, da ich die Strecke kenne, kann ich natürlich umso vorausschauender handeln. Und ihm nochmal 5 runter machen auf 45, reicht nicht, merke ich. Er drückt und drückt, also gehe ich auf 40. Er schießt bis 2000 mit der Drehzahl. Und wir gehen mit 48, 49 in den Ort. Jetzt nehme ich sogar Tempomat raus. Und zack, er geht raus. Drehzahl 500 jetzt, also Standdrehzahl oder Leerlaufdrehzahl. Und wir rollen jetzt hier mit 48 daher. Da bin ich auch gefragt worden, wie das ist, wenn ich jetzt Fußgas gebe. Wenn ich jetzt Fußgas gebe und ziehe ihn also hoch und nehme dann Fußgas weg und lasse ihn schieben. Nach einer Weile, wenn das System das dann gecheckt hat, geht es auch in den Rollmodus. Es ist nicht so, dass der Rollmodus nur funktioniert und arbeitet, wenn im Zusammenhang mit dem Tempomat. So, ich weiß, da vorne kommt die Kurve und es können einem so LKWs entgegenkommen. Also gehe ich noch mal weiter runter und der zieht natürlich durch, der Bursche. Aber war ja auch in Ordnung. Weit vor mir. Oh, da ist die Mauer kaputt gewesen. Da muss wohl einer reingerammelt sein.
jetzt zum Beispiel schalte ich mal runter, weil ich möchte einfach so einen Gang runtergeschaltet, weil ich möchte mehr Beschleunigung haben. Denn ich weiß, da vorne ist Ortsende und ja, wir sind ja immer noch unter 50 und dann haben, ich sag mal so, damit wir ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Oh, hier wollen sie wohl ein Feuerchen machen, würde ich mal behaupten. Hutzelfeuer oder sowas. Jetzt hat er selber wieder runtergeschaltet, weil er weiß halt, dass es hier in eine noch steilere Phase geht. Und dann macht er das auch schon mal, dass er vorher runterschaltet, damit er einfach mit mehr Power reingeht, weil diesen Gang kann er jetzt halten, den anderen hätte er nicht halten können, da hätte er dann am Hang schalten müssen. Und diese, ja, man kann, ich glaube, Schaltverluste nennt sich das, oder Kraftverlust durch Schalten, die kosten halt Sprit und die werden halt vermieden. Ach, ey, gut, dass es mir einfällt, Leute, ey. Echt, mir war das jetzt echt entfallen mit den Fischbrötchen, ey, shit. Ach, die muss ich ja gleich holen. Die muss ich ja gleich holen. Ja, ich werde die Kamera wohl durchlaufen lassen, während ich die Fischbrötchen hole, wie ich das beim letzten Mal auch gemacht habe. Kann aber sein, dass ich das ein bisschen... Je nachdem, wie lange das in dem Laden dauert, werde ich das ein bisschen zuschneiden. Vor allen Dingen, letztes Mal war es so, da hatte ich auch das Mikrofon am Frack hier, bin da rein und dann war hinterher in der Aufnahme die ganze Konversation mit der Verkäuferin zu hören. Aber naja, ich habe es weggemacht. Aber stimmt, da ist jetzt, da komme ich ja so gerade eben hin, du, mit meiner Kippe her, dass ich die aufgeraucht habe. Oh, wieder ein LKW hinter uns, aber der ist, oh, der fährt nicht so dicht hinter mir her, dem reicht das vielleicht. Wer auf Stundenlohn ist, der hat es auch dann nicht so eilig. Aber ich denke mal, der von der Textilfirma ist auch im Gehalt, aber ich weiß es nicht. Das ist ja Werksverkehr, nein, die Textilfirma. Er bringt halt Klamotten und holt Klamotten, macht nichts anderes. Stimmt, denn im nächsten Ort, nee, warte mal. Nein, ich habe Blödsinn erzählt, das dauert noch. Der ist gar nicht hier. Nein, das ist nicht hier. Das müsste... Na, die Ortsnamen, aber ich speichere die einfach nicht ab, weil das nicht wichtig ist für mich. Deswegen... Aber jetzt gehe ich wieder runter per Knöpfchen, weil ich weiß, da kommt eben wieder Ortschaft. Ach ja, und da war ja das... Grinsegesicht, ne? Jetzt will ich doch mal sehen, wie das ist. Jetzt gehe ich mal richtig runter auf die 30. Letzten Freitag hat er ja gar nicht gelockt. 30, ja. Ah, jetzt 30 gelb und er hat gegrinst. Ja, alles ist gut. Oh, schöner alter Traktor. Hanomag. Ein alter Hanomag. So. Ja, und einmal wieder durchlüften, wie immer nach der Kippe. Dass man Raucher ist, heißt ja nicht, dass man keine frische Luft mag, ne? So.
ist es so ein bisschen durchwachsen. Auch hier bei uns in Gaggenau war es sogar noch zugezogener, noch dunkler, sah eigentlich noch mehr nach Regen aus. Da lagen Bücher, da kann man sich bestimmt bedienen, aber wir haben genug Bücher zu Hause und ich pflege ja Bücher nur noch zu hören, eigentlich nicht mehr zu lesen. Vielleicht lese ich wieder welche, wenn ich irgendwann mal in Rente bin. Ah, er wurstelt in seinem Garten. Der sah so ein bisschen aus wie ein Kollege von mir. Aber jetzt konnte ich das auf Schnelligkeit nicht erkennen. Ah, je, das ist Mist. Da schalte ich jetzt mal runter, weil das hat mir jetzt nicht gefallen, dass er jetzt schon hochgeschaltet hat, weil er gar nicht aus dem Socken kommt. Aber er hat es auch gemacht, sich danach richten, was ich an Geschwindigkeit eingestellt hatte. Er wusste ja nicht, dass ich noch weiter beschleunigen will. Ja, die drehen sich da links, das Ding dreht sich überhaupt nicht. Windmühle. Jetzt lässt er ihn rollen. Nein. Allerdings muss ich jetzt gucken, weil er könnte zu hoch laufen. Ich gehe mal auf 62,5 runter. Jetzt mache ich auch nichts mit wieder schneller, weil ich weiß, es geht jetzt wieder runter. Ich glaube, das Video wird heute länger als sonst durch diese Geschichte hier, also durch diese Umleitung. Naja, egal. Man entwickelt halt mit der Zeit ein immer besseres Gefühl für die Breite des Fahrzeugs und so. Und jetzt gehe ich auf 60, weil jetzt geht es ein längeres Stück abschüssig. Und wie gesagt, wir sind ja mit 23 Tonnen ganz gut beladen. Da drückt er ordentlich. Ah, da kommt ein Kollege. Herr Andreas. Ja, 59,5 eingestellt. Geht echt bei 65. Da habe ich ihm ja gestattet. Ja, Kollegen haben gesagt, dass sie hier wohl ab und zu mal stehen würden und gucken, ne, wegen der 60. Aber mit 65 ist man ja immer noch im grünen Bereich. Ich bin mal gespannt, ob wirklich irgendwie was kommt da von gestern, so wegen Abstand oder wegen Geschwindigkeit. Als ich das meiner Frau gesagt habe, hat sie nur gesagt, naja, du hast ja im Moment keine Punkte mehr. Das hört sich natürlich so an, als wenn ich ständig Punkte hätte. Nein, nein, ich habe in den ganzen Jahren, ja, man kann eigentlich sagen, in den 20 Jahren dreimal einen Punkt kassiert. In 20 Jahren. Und einmal war auch für 4 Wochen, das war aber, da bin ich noch kein LKW gefahren, da war auch mal für 4 Wochen der Lappen weg. Ich habe es vor langer, langer, langer Zeit mal erzählt, da habe ich damals noch 2 Motorräder gehabt, eine Straßenmaschine und parallel dazu so eine 600er Enduro mit 45 PS, die ging schon ordentlich.
Und da bin ich mal abends gefahren und dann gibt es da bei uns das ist schon eigentlich in Thüringen so ein Kaff, das besteht aus 5 Häusern oder so. Und da geht so die Straße durch und ich weiß noch, ich habe mir überhaupt nichts gedacht, ich passiere das Ortsschild und irgendwie, ich weiß auch nicht, da war ich wohl geistig umnachtet, drehe nochmal so richtig am Hahn. Ja, und dann kam da aus der Büsche ein Polizist, Keller halt, nein, war ein jüngerer Polizist, war noch echt in Ordnung. Und da meinten sie zu mir, 90 bei 50, das wird jetzt aber teuer. Ich sag, ja, wie teuer? Ja, sagt er, irgendwie 120, Punkt und 4 Wochen den Führerschein weg. Ich sag, was ist los? Naja, aber das war damals überhaupt kein Problem, weil ich habe ja eben Maschinenbau gemacht. Firma war 1000, also 1 Kilometer weg von zu Hause. Da bin ich eben, ja, ich habe mich dann, man ist ja ein fauler Hund, da habe ich mich dann morgens von meiner Frau zur Firma bringen lassen. Jetzt war ich schon wieder weg vom Fischbein, aber jetzt der nächste Ort, der hier nachkommt, das ist der Ort mit dem Fischbrötchen. Ich will hoffen, die haben mal welche, weil meine Frau sich, die sind aber auch ganz schön am Reparieren da, weil meine Frau, die hat sich jetzt ja auch drauf eingestellt, einkaufstechnisch. Sonst müssen wir doch noch rausfahren und irgendwo was essen. Dass wir letztens mit meiner Schwester zusammen essen waren bei uns in dem, ich nenne es mal das Hauptlokal bei uns im Dorf, eben ganz alteingesessene Gaststätte mit Kegelbar, mit allem Zip und Zap, Hotelbetrieb, steht auch in der Zeitschrift Motorradreisen als Anlaufpunkt für Motorradfahrer und so. Und und dann muss ich sagen, hier unsere Firma, Die Chefs sind mit dem Inhaber dort befreundet, also mein Seniorchef, der ist ja Jäger und dann beliefern die den immer mit Wildfleisch und es war ja auch so, dass dieser Wirt dort, also der Inhaber dieses Lokals, mir, bevor ich hier zur Firma Marshall gewechselt bin, ein paar Mal gesagt hat, hör mal, die suchen und ich könnte dir das vermitteln oder so halt. Aber letztendlich habe ich ja über eine Zeitungsanzeige auf die Firma reagiert. Aber dann war direkt auch, ich habe ja im Oktober gewechselt und dann war ja Weihnachtsfeier und die fand dann eben bei uns im Dorf statt. Und wir waren ja jetzt letztens im April dort essen und das hat sich insofern gelohnt, weil ich nämlich dann mal den Wirt oder Inhaber mal wieder angesprochen habe. Das hatte sich natürlich eingestellt in der Corona-Zeit, dass er mir so die Reste von den Salatköpfen gibt und so für meine Hasen oder auch so ein bisschen Salat für die Hühner. Und das läuft jetzt wieder. Ich kriege jetzt immer donnerstags eine SMS, dass ich Zeugs abholen kann. Und das ist natürlich wunderbar, weil das spart uns Kosten für Futter und es ist vor allen Dingen eben schönes Grünfutter. Nix hier, Sackfutter halt. So, hier in diesem Ort werden wir jetzt gleich mal, ich hoffe, ich kann da anhalten. Da ist ja so schon die Möglichkeit, hinter mir ist ein LKW. Aber ist egal, da muss er durch. Er sollte jetzt nicht so dicht auffahren, dann ärgert er sich nämlich. Nee, da ist noch ein anderer dahinter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wenn ich jetzt kein Tempomat benutzen würde, dann müsste ich ja hier schon eventuell mit der Fußbremse arbeiten oder was. Ja gut, vielleicht auch mit dem Retarderhebel. Ja, hier die Bude, die machen sie jetzt wieder rechts richtig schön. Nach Jahren. So, jetzt muss ich schon mal irgendwie die Sache anpeilen mit dem Anhalten. Ich fahre einfach in die Bushaltestelle. Scheißegal, ey.
Boah, was eine riesen Katze da, wa? Könnt ihr die sehen da vorne? Die Katze, ey, was ein Vieh, du. So, ja, der hat jetzt gepiept, weil ich hatte noch hier Fahrtrichtungsschalter. So, ich will jetzt mal ganz fix dahin. Wie gesagt, ich lasse euch an. Mal schauen, Portemonnaie. Okay, mal kurz aussteigen hier. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne 3 Fischbrötchen mit Bismarck. Jawohl. Wissen Sie, ob da jetzt gleich ein Bus kommt? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist gut. Ich glaube nicht. Sie glauben nicht? Ja, ich wohne nicht hier. Ach so, okay. Okay, wir wären jetzt fast rausgerutscht. Glauben ist nicht, ist alles egal. Dann, na, es sitzt aber auch keiner an der Haltestelle, also ich könnte mal sagen. Fahrgefährt kann sein. Morgens die Schulkinder, und nachmittags nochmal. Also 3-mal Bismarck. Machen Sie hier auf Hausrichtung Maske, weil ich das gerade lese so? Okay. Ja, da kommen schon die nächsten Kunden, aber da steht einzeln eintreten bei einer Verkäuferin, ein Kunde, bei 2 Verkäuferinnen, 2 Kunden. Und jetzt ist keine Verkäuferin da. Das hieße natürlich kein Kunde. So. Ja, super, das ging ja richtig fix heute. Ich habe ja schon einmal, das ist aber schon 8 Monate her, da habe ich auch hier geholt. Ja, jetzt, ich mache von meiner Frau abhängig. Die hat aber heute gesagt, Mensch, heute könntest du mal mitbringen. Genau. 9 Euro, bitte. Ja, gerne. Oh, sorry. Ja, ich fahre sonst auch immer durch bis zum Kirchheim, aber freitags, da fahre ich immer Alsfeld-Ost raus. Da ist immer Wohling, Kirchheim, ne? Ja, Rückstau. Los, da fährt man besser über die Landstraße. Das glaube ich Ihnen. Zettel? Brauche ich nicht. Kein Problem. Nehme ich so und stelle mich den Wagen. Okay. Ja, vielen Dank. Danke auch. Wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. So, da bin ich wieder. Das ging heute richtig, richtig schnell. Na, muss ich mich hier reinquälen? Ja, Leute, sieht schon gut aus. Ordentliche Platte. Ich glaube, ich stelle das mal zur Sicherheit hier einfach auf den Boden. So, und dann wollen wir uns jetzt auch mal schnell wieder auf den Weg machen. Er guckt so böse. Zumindest ist nicht sehr freundlich. Sagen wir es mal so, alles frei, wir können raus, auf geht's. Ja, das ist natürlich hier mit einem etwas größeren Auto, wenn ich das so sagen darf, immer so eine Sache, ne? So Anhaltereien, um sich was zu holen oder irgendwie so Geschichten, hat man es nicht ganz einfach. So, jetzt kein Tempomat drin, er drückt und drückt und drückt, ne? Jetzt hat er auch geschaltet, 35,
Aber jetzt machen wir mal wieder rein auf 40. Alles gut. Ja, so oft machen wir das nicht mit dem Fischbrötchen, weil ganz ehrlich, am allerbesten schmeckt das natürlich, wenn man oben an der Küste ist. Und wir haben da an der Ostsee da einen so einen speziellen Strandabschnitt, wo wir mindestens einmal hinfahren in der Woche, die wir da oben sind. Und dann holen wir da auch immer Fischbrötchen, setzen uns in so einen Strandkorb. Die Hunde müssen dann eben mal, na gut, die haben dann aber auch schon einige Kilometer hinter sich. Die sind dann in der Regel immer relativ, ja, relativ entspannt. Kommt immer drauf an, wenn so andere Hunde auf der, auf jeden Fall dann schön einen Pott Kaffee dazu, den Blick aufs Meer, also ja, Meer, auf die Ostsee halt. Und dann so das Fisch, da schmeckt das noch mal eine ganze Nuance besser. Ich meine, ich hatte ja schon mal überlegt, bei uns im Hof so ein bisschen Ambiente aufzubauen, Füße im Wasser in eine Schüssel oder so, Scherze, aber naja, man muss sie auch nicht übertreiben. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen, noch mal ein wenig beschleunigen auf 65, also ich hoffe, ihr seid noch da. Ja, es sieht so aus, als wenn ihr noch da seid, alles gut. Ja, 12.11 Uhr, okay. Da wird meine Frau natürlich sagen, ah, siehste. Aber sie weiß, genau, sie weiß ja nicht, welcher in Anführungsstrichen Schock da in Schäferborn war, mit plötzlich 23 Minuten obendrauf. Ne? Ah, ich glaube, man muss einfach vorsichtiger werden mit den Prognosen, gerade freitags. Aber ich bin mit 12.11 Uhr am Freitag absolut zufrieden, also da, ich werde jetzt auch keine, ja, ach so, jetzt will ich mal gucken. Ja, 627 Reichweite, also mein Kollege fährt so 300 vielleicht, wenn es hochkommt. Also 200 für Heiligenstadt und dann hat er öfter noch mal eine Entladung, wo er so 50 hin, 50 zurück fährt, so in der Richtung. Also da kann ich, da gebe ich ihm den Wagen so. Und wenn er ein Problem damit hat, dann muss er tanken. Aber wird er nicht haben, weil eigentlich weiß er, dass ich schon gucke, welche Reichweite er noch hat. Und 635 Kilometer Reichweite, wie ist denn unser Verbrauch? 25,2. Da würde ich sagen, das ist super. Das drückt meinen Schnitt im Monat Mai ein wenig nach unten. Ich habe ja vom ersten Monat an immer die 40 Euro Prämie kassiert. Also 20 ist ja für Sprit, wenn ich im Durchschnitt nicht über die 27 komme. Das heißt, im Winter gibt da, glaube ich, einen Liter drauf oder so. Ja, ich glaube, im Winter, also im Winterhalbjahr Liter drauf. Und 20 sind für den Fahrwert. Und ich bin jetzt, wie lange bin ich denn jetzt da? Viereinhalb Jahre. Und ich habe jeden Monat meine 40 Euro kassiert. Aber es ist natürlich so, wenn ich von 4 Wochen, 2 Wochen in Urlaub bin, dann gibt es nur 20 Euro. Da nehmen sie es ganz genau. Ne? Nach dem Motto, bist ja nur einen halben Monat gefahren, kriegst du nur die halbe Prämie. Naja, kann man nichts gegen sagen. Wir bekommen ja auch, das heißt, es hat eine Phase lang ausgesetzt in der Corona-Zeit. Ich meine, konnte man verstehen, die Firma hat erstmal ein bisschen auf die Sparbremse gedrückt. Eigentlich war es so, ich habe angefangen und ich weiß gar nicht, ob ich vom ersten Monat an, aber relativ, also nach relativ kurzer Zeit, wo ich angefangen habe, gab es dann jeden Monat immer eine 30 Euro Rewe-Karte. Also man kann auf dieser Karte bei Rewe einkaufen für 30 Euro. So als, ja, als kleines Schmankerl. Kriegt jeder. Allerdings kriegst du die Karte nicht, wenn du in dem Monat irgendwie durch Krankheit ausfällst. Dann gibt es die Karte nicht.
Das heißt, zweimal also habe ich dann die Karte nicht bekommen. Und wie gesagt, in der Corona-Zeit hat er auch mal mit der Karte ausgesetzt. Aber er hat jetzt vor, ich weiß nicht, vor 3 Monaten oder 4 Monaten wieder angefangen. Und ja, ist natürlich auch schön. Ich meine, wir holen da nur bestimmte Sachen, weil Rewe ist etwas teurer als unser Edeka. Oh, Diesel für 2,01 Euro. Da könnte man ja glatt versucht sein zu tanken. Aber ich brauche es doch nicht unbedingt. Aber ich weiß auch nicht, also ich komm nicht unter die 4,5. Als wenn es keinen Wert mehr darunter geben würde. So, aber wir haben es geschafft. Ich wünsche euch... Ach, jetzt biegt der da ab, ey. Na ja, komm. Ey, gib doch noch Gas, ey. Nee, gibt er nicht. Aber dann ziehe ich durch. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.